Also wir stehen hier am Eltviller Rheinberg. Eltviller Rheinberg, der Name kommt, weil er halt direkt am Rhein liegt. Und das ist, glaube ich, der einzigste Weinberg, wo keine Autostraße und keine Eisenbahn vorweg ist. Der ist direkt am Fluss. Und wenn Hochwasser ist, klatscht das Wasser unten an die Mauer. Zur Lage Rheinberg selbst zu sagen, Sie sehen, es ist alles grün, das ist ein sandiger Lehmboden und ziemlich steiler Hang hier. Man kann den Boden nicht aufmachen. Das heißt, man kann keine Bodenbearbeitung machen. Man muss es zugewachsen lassen, damit beim Unwetter nicht der ganze Boden wegschwimmt runter in den Rhein. Und der Walfer Weigenberg, wir sehen hier unten das Flache, was hier liegt. Das war früher alles Obst. Und dann ist es unterhalb von dem flachen Weg und dann geht es den Berg runter. Und das ist der Walfer Weigenberg, die Originallage Walfer Weigenberg. Das ist das Beste, was hier ist. Das ist eine Süd-Südwest-Lage, die unten im Tal bei 100 Meter anfängt und geht rauf bis 135, 140 Meter. Hier oben sind wir bei über 200. Jetzt haben wir hier einen 18er Walfer Weigenberg. Alte Reben. Alte Reben, ich war immer neidisch, dass die Franzosen Villavün die Elsässer geschrieben haben. Obwohl es genauso wenig durften wie mir, aber die haben es halt gemacht. Und wie dann 90, in den 90er Jahren es aufging, war ich der Erste, der gleich auf alte Reben, so wie es die Elsässer, so quer drüber, habe ich es dann auch hier rot quer Okay, ja. drüber geschrieben. Jetzt sind wir schon gleich beim Wein. Alte Reben verwenden sie haben sich nur für Spätlesen aus dem Weigenberg. Weigenberg ist die größte Lage, 5,5 Hektar. Und da habe ich halt ganz verschiedene gepflanzte Reben drin stehen. Es sind außerdem es ist ungefähr 3 Hektar, 3,5 Hektar Riesling und 2 Hektar hohe Spätburgunder im Weigenberg. Bei den Rieslingen gibt es Anlagen, die heute 10 Jahre alt sind. Es gibt auch Anlagen, die schon kurz vor 70 sind. Und dann habe ich mir entschieden, zwei Füllungen zu machen. Einmal alte Reben, das heißt, alles, was älter wie 40 Jahre ist, geht da rein. Okay. Und die normalen ist alles, was unten drunter ist. Die Philosophie ist auch, dass wir nur Handlese machen. Wir selektieren alles. Einmal ist es mir wichtig zu selektieren. Nebenbei mute ich auch meinen Böden. Die Maschinen lesen nicht zu. Wenn ich mir angucke, da in den letzten Jahren, da immer viel Regen während des Herbstes war, welche riesen tiefen Fahrspuren sich die ganzen Kollegen in ihre Weinberge fahren. Die haben zwar Schlepper, die doppelt so stark sind wie meine, die glauben dann, die können immer wieder unten den Boden hochheben. Nur irgendwann ist die Verdichtungszone so tief, dass sie eben nach meiner Auffassung anfangen zu kümmern und deshalb mache ich es erst gar nicht. Seit 40 Jahren habe ich keinen Kunstdünger mehr geworfen, überhaupt nichts mehr mineralisch gedüngt. Stallmischdüngung ist durch die neuen EU-Regeln so gut wie untersagt. Das ist ganz schwierig Okay. noch zu machen. Also ich muss mit dem auskommen, was im Boden drin ist, was an Schnittholz reinfällt, was gehäckselt wird. Und das geht nur, wenn ich die Erntemenge drastisch reduziere. Also ich ernte nur 38, 40 Hektoliter pro Hektar. Wie liegt der Schnitt im Rheingau Währenddem da? der Schnitt im Rheingau bei, naja, zwischen 75, 85 liegt. Okay. Maximal gesetzlich begrenzt dann bei 100. Was macht das mit dem Wein, dass man... Ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen. Ich habe ja 61 meine Lehre bei Elz begonnen und habe 62 im Frühjahr das erste Mal durchgegoren Riesling auf der Zunge gehabt, im Keller beim Abstich. Da war ich so begeistert von dem Geschmack und habe für mich gesagt, das ist der Wein, den du mal verkaufen willst. Das war damals noch was Besonderes, durchgegorene Rieslinge. Kein Mensch hat durchgegoren Riesling verkauft. Okay. Und da bin ich zu meinem Lehrmeister, dem Herrn Neuser. Er sagt, oh, das sind Weine, die finde ich toll. Da hat er mich nur mitleidig angeguckt und sagt, du, ein Riesling unter 24 Gramm Restzucker kauft dir im Rheingau kein Mensch ab. Da dachtest du bei mir, naja, wir werden sehen. Und das hat mich dann immer beschäftigt. Ich durfte, wie ich nach Hause kam, 64, die erste trockene Originalabfüllung aus dem Weigenberg, 64, der Walfer Weigenberg Originalabfüllung. Abfüllen, das waren nur 800 Flaschen und da hat der alte Cornelse,
Cornelsen von der Weinwerbung, der hat da die Hälfte von gekauft, weil er es unbedingt haben wollte und der Rest wurde dann irgendwann verteilt. Und mein Vater war sehr aufgeschlossen, der hat nicht unbedingt gedacht, dass es gut ist, aber hat gesagt, lass ihn halt mal machen. Er hört schon selber auf. Ich habe also in 1970 schon in großem Stil trockene Spätlesen gefüllt, also richtig große Füllungen, 8000 Flaschen Weiß. Und dann kam mal plötzlich eine Anzeige aus Hamburg, also es wäre keine Spätlese, sie wäre gar nicht süß. Mhm. Und es war natürlich ganz leicht geklärt, aber dann habe ich angefangen, trocken, groß und in Gänsefüßen aufs Etikett zu schreiben, dass die Leute wirklich wissen, es ist trocken. Warum in Gänsefüßchen? War das noch nicht üblich? Ja, das ist einfach, dass die Leute hingeguckt haben. Ach so, okay. Das habe ich dann abgegeben. Heute steht trocken halt ganz normal geschrieben drauf, wie auch hier eben klein. Also es war halt wichtig zu demonstrieren, weil es außergewöhnlich war, weil es das normal nicht gab. Und da habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass die Erntemengen, die wir früher geerntet haben, mit 70, 80 Hektoliter das nicht hergeben. Mhm. Die Weine waren einfach so säurebetont, dass wir das trocken nicht füllen konnten. Und dann habe ich mir das ausgedacht mit der Erntereduzierung. Dann bin ich zurückgegangen auf die heute 38 bis 42 Hektoliter. Und das bringt mir so viel zuckerfreien Extrakt in Wein rein und so viel Kaliumionen, dass der pH-Wert einfach wesentlich höher ist bei größeren Erntemengen. Also wenn man sich vorstellt, ich ernte 80 Hektoliter, da habe ich vielleicht einen pH von 2,9. Und wenn ich nur 40 ernte, dann habe ich einen pH von 3,2 oder 3,25. Mhm. Und das macht schon ganz, ganz viel aus, auch geschmacklich. Und wenn ich dann nur noch mit 1,5, 2, 3 Gramm Restsüße komme, ist das völlig ausreichend. Ich, entgegen das, was heute propagiert wird, ich bestehe auf meiner Süßreserve. Ich finde es einfach nur geil, weil man da wirklich mit den letzten Tick in die Weine reinbringen kann. Wenn ich zum Beispiel einen trockenen Wein habe, der durchgegoren 0,6 Gramm Restsüße hat, und dann fange ich an, mit dem zu spielen, mit Süßreserve, ob er mit 2 optimal ist, mit 2,5 oder mit 3, und dann habe ich genau das, den getroffen, und so wird er dann gefüllt. Mhm. Alles, was ich da mit Spontangärung mache, mit gekühlter Gärung mache und versuche über die Kühlung dann die Gärung abzustoppen, da weiß ich immer noch nicht, wie der schmeckt. Das ist mir viel lieber. Ich habe einen durchgegorenen Wein, der im Schwefel steht, den habe ich auf dem Tisch stehen, 3 Wochen vor der Füllung, und habe ich nebendran meine Flasche Süßreserve. Nehme ich immer einen ganz hochwertigen Most, wenn es geht, eine Auslese. Eine Ausnahme für meine Sektproduktion nehme ich ein Kabinett als Süßreserve, weil ich mit dieser Süßreserve die Versanddosage für den Sekt mache. Das heißt, bevor ich in die Gärung gehe, dadurch sind meine Sekte alle niedrig im Alkohol. Ich habe Sekte, die 11,5 Alkohol haben. Wenn ich die mit Zucker vergehe, kriege ich immer 1 Grad Alkohol drauf. Und das will ich nicht. Sekt ist für mich was ganz Leichtes. Mhm. Aber jetzt wieder zurück zum Wein. Dadurch kann ich auch immer das Optimum bringen. Auch bei süßen Weinen mache ich manchmal. Manchmal werde ich auch an einem Tag nicht fertig. Ich weiß nicht, ob es mir schmeckt oder nicht. Dann mache ich die im Labor, mache einen Glasdeckel da drauf, dass sie stehen, probiere es am nächsten Tag. Mhm. Um da wirklich, ich habe auch schon Leute geholt, da habe ich mir unten Nummern drauf geklebt, dass ich es nicht sehe. Habe da Mitarbeiter geholt, habe gesagt, hier, schieb mal die Gläser hier durcheinander, ich gehe jetzt mal raus. Weil mir auf dem Kopf eine Idee hat. Und wenn man weiß, es steht da so, dann schmeckt das auch so. Scheiße. Man muss sich da wirklich selbst auf die Probe stellen, dass es überhaupt weitergeht. Was ist so jetzt beim Trockenen die Grenze, wo Sie sagen, dass... Also ich denke mal, eine Spätlese, also viel, viel mehr wie 4,5 Gramm, dann schmeckt die nicht mehr. Ja. Dann geht die in die süße Richtung. Ja. Ja. Bei Auslesen, zum Beispiel bei der 2,9er Auslese, die jetzt da gerade von der FAZ hochgelobt wurde, ja, da sind 10,2 Gramm drin, weil es nicht mehr gern wollte. Mhm. Da stehen dann auch 14, irgendwas Alkohol dagegen. Dann lasse ich es natürlich so, wie es ist. Es war letztens mal jemand hier, der hat gesagt, du, wenn ich deine Weine trinke, jeder Wein erzählt mir eine Geschichte. Mhm. Weil es eben wirklich Unikate sind, die nicht 0815 in irgendeinem Korsett gepresst werden, sondern jeder Wein, wie er kommt aus der Lage,
den lasse ich kommen, probiere ihn. Und wenn er mir gefällt, sage ich, wunderbar, wird so abgefüllt. Das heißt, die Spätlese kann, wenn es passt, 30 Gramm Restzucker haben und wenn es nicht passt, dann, oder wenn es besser ist mit 10 Gramm, dann hat sie nur 10 Gramm. Ich gucke auch die Gerner, da ich ja alles mit Spontanhefe mache, die Gerner sind ganz langsam. Mhm. Ich muss dann auch, wenn ich sie trocken haben will, jetzt zum Beispiel die 21er Weigenberg, die muss ich jetzt noch mal ein bisschen kitzeln, die heize ich noch mal ein bisschen und rühre sie noch mal leicht auf. Und wenn ich merke, es geht überhaupt nicht, dann gehe ich da auch mit der sehr gärkräftigen Sekthefe noch mal hinterher. Mhm. Aber das ist die absolute Ausnahme. Das mache ich nur, wenn es nicht so von selbst abtickert. Mhm. Aber die meisten nach einem Hefelager von 8-9 Monaten haben die, sind die durch. Ich habe jetzt zum Beispiel eine 21er Wallhofer Weigenberg Auslese trocken gehabt. Die ist gerade mal erst vor 6 Wochen so weit gewesen, dass sie bei Zoom bei 7 Gramm liegt. Okay. Dann kann ich das abstechen, dann wird die gefüllt. Aber das ist halt, man muss Zeit. Zeit ist der größte Faktor in der Weinbereitung überhaupt. Das habe ich früher nicht kapiert. Mhm. Aber schon der alte Trost in der Vorlesung 768, der hat damals gesagt, der beste Filter ist die Zeit. Wer keine Zeit hat, der muss filtrieren. Okay. Das heißt, wenn ich im Februar oder sogar im Januar schon einen Riesling auf den Markt bringe, ja, den filtriere ich tot. Der schmeckt da vielleicht ein bisschen fruchtig, hat ein Aroma, aber dem habe ich das Leben genommen. Mhm. Nach 3 Jahren wird er langweilig. Und wenn ich einen Wein, wie ich das mache, 10-11 Monate an der Hefe liegen lasse, an der Mutter liegen lasse, ja, der kriegt so eine Cremigkeit, das ist so toll. Und ich garantiere heute einem, der ein Kabinett bei mir füllt, da hat er in 30 Jahren noch Spaß von dem mit Glasstopfen. Passiert nichts. Sowohl bei den trockenen als auch bei den... Egal was. Okay. Auch bei den Rotweinen. Ich lasse ja die Rotweine im Fass reifen, im alten Holzfass, 2-2,5 Jahre, bevor ich fülle. Mhm. Und fülle dann ohne EK-Filtration einfach in die Flasche ab. Ich habe noch nie erlebt, dass von mir ein Rotwein umgegangen ist. Ich habe vor 40 Jahren, das ist 40 Jahre her, mit dem Professor Sponholz, guter Freund von mir vom Segeln, in Geisenheim bei der Mikrobiologie, mit dem zusammen habe ich Versuche gemacht. Da haben wir aus Füllungen von 8000 Flaschen 100 Flaschen rausgezogen, also ganz aufwendig, aus verschiedenen Boxen. Haben die hingestellt, haben hier mein Wilsberger Glas genommen, haben durchprobiert, haben auch manchmal noch ein oder zwei Leute eingeladen. Es ging nur darum, festzustellen, ist hier eine Veränderung oder ist der Wein Standard? Ich glaube, wir hatten nicht mal einen einzigen echten Korkschmecker dabei. Mhm. Aber die besten Ergebnisse, da waren wir so plus minus 10% verändert. Mhm. Und es gab Katastrophenfüllung, da waren wir über 40% verändert. Also wir sind hier im ältesten Teil des Kellers, der dürfte so um 1700 erbaut sein. In diesem Teil und oben drüber war die Holzfasskühlerei meines Großvaters. Der war nicht nur Kellermeister und Weinbereiter, der hat auch Holzfässer noch selbst gemacht. Übrigens mein Vater auch, nur ich kam nicht mehr in den Genuss, es zu lernen, weil mein Vater 50 Jahre älter war als ich und ich musste ganz schnell fertig werden, Geisenheim studieren und dann gleich hier einsteigen. Unsere Familie ist kurz nach 1800 nach Walluf gezogen, kamen aus Schierstein. Der Urgroßvater ist ziemlich früh gestorben und mein Großvater, der Jean-Baptiste, der hat dann hier ein Restaurant, die Eintracht, betrieben. Das ist die nächste Straße hier. Da war auch ein Keller drunter. Das ist genau gegenüber von dem Grundstück an der Brückenstraße. Und hat 1893 die Firma Jean-Baptiste Becker Weinbau Weinhandel gegründet. Hat aber ganz wenig Weinberge nur gehabt. Das war, ich schätze mal, vielleicht 1,5 Hektar. Mein Vater wurde 1895 geboren, hat auch Küfer gelernt, hat die kaufmännische Schule besucht, hat sich dann als Kommissionär selbstständig gemacht, hat sehr viel Geschäfte als Kommissionär gemacht und hat dann mit dem Großvater und meinem Onkel Fritz, der 15 Jahre jünger war als mein Vater, 1932 das Anwesen Schwan gekauft.
Das ist vorne direkt am Rhein. Und wir hatten dann 4 oder 5 Keller in Walluf angemietet. Und 1960 hat mein Vater und mein Onkel diesen Keller angebaut, wo wir eben im Aufzug reingefahren sind. Und 1965 hat mein Vater den Keller rechts davon, den großen, angebaut, wo Flaschenlager und die großen Fässer sind. Und 1932 hat mein Vater auch die Weinberge vom Weingut Prokus AG in Walluf, die aufgehört haben. Das ist eine Farbenfabrik gewesen, die Erdfarben hergestellt haben, für Asphalt und Zement zu färben, die in Oberwalluf sitzt. Für die haben wir den Wein gemacht als Küfer und er hat dann die Weinberge gekauft. Das ist ein Großteil des Weigenberges, kommt daher. Daher ist auch der geschlossene Besitz im Weigenberg von 5 Hektar plus den halben Hektar zugepachtet. Mein Großvater war der Erste, der in Walluf Spätburgunder gepflanzt hat, kurz nach 1900 im Walluffer Weigenberg, sodass wir jetzt fast 120 Jahre, doch gut 120 Jahre Spätburgunder machen. Das erste Jahr, wo es keinen Spätburgunder gab, war dieser Jahrgang 21, wo uns die Panospora die Hälfte der Ernte fast vernichtet hat und die Rotweintrauben so befallen war, dass wir trotz der Lektion da kein Rotwein draus machen konnte. Ich habe dann nur Rosé produziert. Ich selbst habe dann die Weinbaulehre 1961 beim Graf Elz in Eltville begonnen. Und da war auch die Initialzündung für mein Faible für trockene Weine. Ich habe dann 1962 im Frühjahr das erste Mal beim Abstich einen durchgegorenen Riesling probiert und war so begeistert, dass ich dann voller Euphorie zu meinem Lehrherrn, dem Herrn Neuse, gelaufen bin und habe gesagt, Mensch, Herr Neuse, das ist toll, so Weine will ich in meinem Leben produzieren. Der hat mich dann nur mitleidig angeguckt und gemeint, Bub, ein Rheingau-Riesling unter 24 Gramm Restzucker kauft keiner. Na gut, dann habe ich dann trotzdem, wie ich nach Hause kam, 63, im Frühjahr habe ich dann mit meinem Vater und meinem Onkel geredet und dann durfte ich 64 das erste Halbstück trocken abfüllen. Und dann ging es immer weiter und dabei habe ich gemerkt, trockene Weine gehen nur, wenn man eine Erntereduktion vornimmt, dass die Extraktwerte hoch genug sind. Und dann habe ich peu à peu die Erntemenge zurückgeschraubt. Heute bin ich bei 38 bis 42 Hektar oder pro Hektar. Und das sind halt sehr stoffige und sehr inhaltsvolle Weine. Ich habe dann nach der Lehre bei Grafen Elz in Geisenheim studiert. Damals war es so, wir mussten zwar kein Abitur haben, wir brauchten mittlere Reife, mussten aber eine abgeschlossene Lehre vorweisen und Minimum 4 Jahre Praxis, um in Geisenheim überhaupt anzufangen. Es war ein Studium, wo sich die Praktiker und die Professoren auch oft mal gestritten haben. Es war unheimlich ergiebig, weil wir ständig Diskussionen hatten. Also bei uns war das schon ein bisschen, ich sag mal, Dampf in der Hütte. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Dann von Geisenheim zurück wollte ich an für sich nochmal ins Ausland nach Kalifornien. Das war auch schon alles in trockenen Tüchern. Aber dann wurde mein Vater mit der Niere schwer krank und es war nichts. Ich musste hier bleiben, musste in den Betrieb gehen. Und 1971 hat mein Vater entschieden, er will nichts mehr probieren. Dann habe ich den Betrieb übernommen, also auch die ganze Weinbereitung übernommen. Und 1973 ist dann mein Vater verstorben und seit der Zeit stehe ich hier alleine. Ich muss sagen, das Gefühl alleine, wie der Vater gestorben war, er hat nicht viel gesagt, aber es war plötzlich ein bisschen Zug am Rücken. Es hat so der Rückhalt gefehlt. Man musste alles selbst entscheiden, ohne nochmal mit dem Alten reden zu können. Und ich muss sagen, das ist eine tolle Verbindung zu meinem Vater gewesen. Und selbst heute, nachdem der fast 50 Jahre tot ist, diskutiere ich manchmal in Traumgeschichten mit meinem Alten noch. Und das gibt irgendwo ein ganz gutes Gefühl. Gab es denn Momente, wo Sie gedacht haben, ich höre auf, ich schmeiß den Scheiß hin? Nie. Absolut nie. Und ich war auch immer kämpferisch gestimmt und habe immer für meine Sache gekämpft, egal was andere wollten, und habe mich auch ganz gut durchgesetzt. Wie war das mit der Vermarktung anfangs, mit den trockenen Weinen? Das gab natürlich nicht nur die trockenen Weine. Mein Vater war ja neben Elz das hochprämierteste Weingut, was die DLG anging, im Rheingau. Wir haben sogar vorm Elz den Bundesehrenpreis in Silber bekommen für die Gesamtleistung des Betriebs. Das war kurz nachdem ich
die Lehre beendet hatte beim Elz. Und der Neuser war dann schon ein bisschen neidisch, dass mein Vater vor ihm diese Auszeichnung gekriegt hat. Und wie ich dann umgestellt habe auf trockene Beine, habe ich ganz schnell gemerkt, diese ganzen Prämierungskommissionen, die haben da kein Faible für. Alles, was ich gut fand, ist nur mit Bronze prämiert worden, wenn überhaupt. Und das, was für mich so Schnelldreher waren, die haben dann große Preise gekriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, fertig, mache ich nicht mehr. Das ist widersinnig, dass die mit großen Preisen billig sind. Die anderen will ich teuer verkaufen, die haben nur Bronze. Bin dann ausgestiegen und das gab im Weihnachten, damals war Weihnachtsgeschäft für uns ganz wichtig. Da haben ja die Firmen Riesengelder ausgegeben für Präsente an Weihnachten. Wir haben nach der Ernte, an für sich nach der Ernte bis Weihnachten nur Päckchen gepackt. Da ist ungefähr 35-40% der Erntemenge rausgelaufen. Ist heute nicht mehr so. Und wie die dann kamen, dann gesagt, wie, keine Prämierung mehr, da kauft man nichts. Das war mal ein richtiges Loch. Aber nächstes Jahr kamen die alle wieder. Habe gesagt, ich mache keine Prämierung drauf. Ach, hört auf mit ihrer Prämierung, die wollen Bäckerwein trinken. Habe gesagt, wunderbar, das ist das, was ich hören will.